Django hier, was ist los da bei Donau 3 FM? Komm gleich Radfahrer, 30 Motorräder, gleich sind wir da. Ha! Ja, also mein Name ist Heiko Rieger. Bitte Django. Wer kennt's nicht? Reißt du deine lange Haare raus? Django war, glaube ich, damals aus der Bierlaune raus mit Freunden und dann haben wir uns da einfach mal hingesetzt und wir hatten damals ja diesen, den Werner-Film mal angeschaut und da gibt's diesen Rocker mit diesem Spitzbart. Ja, und dann, Werner, was ist da los hier? Und habe ich mir gedacht, so müssten wir eigentlich mal bei jemandem anrufen, das wäre ziemlich lustig. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eigentlich in Schwäbisch, könnte funktionieren. Das kam auch richtig gut an. Ich habe das Ganze dann daheim dann ganz neu mit Brennern, damals gab es dann noch nicht überall, auf CDs gebrannt und habe es dann Freunden von mir gegeben. Und irgendwie ein halbes Jahr später sagt ein Freund von mir, du, in sämtlichen Werkstätten hier in Ulm und Umkreis hören die den Django in der Werkstatt beim Schaffen. Tag ein, Tag aus und auf dem Weg in die Arbeit. Ja, und nach einem Jahr irgendwann war es dann auf YouTube. Aber das habe ich online gestellt, das hat irgendjemand online gestellt. Und das ist dann gleich durch die Decke gegangen. Also waren es dann gleich 180.000 Aufrufe innerhalb von ein paar Monaten. Schlag in der Gulli, ne? An den ersten Anruf kann ich mich nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich glaube, der dritte oder vierte Anruf, der war bei der Polizei in Ulm. Berger aber Strafzettel habe ich gekriegt, weil ich Spike auf der Käfig gestellt habe. Der war aber so lustig, deswegen ist er mir im Gedächtnis geblieben, weil der Polizist sofort lachen musste. Dann hat gesagt, das ist der Charlie vom BD da. Und der dachte, das ist sein Kollege, dabei war es ja gerade der Kollege. Das war ziemlich witzig. Hau der Nacht ins Kreuz. Mich hat eine ganz große Firma angerufen. Ich denke, ich kann die auch gerne nennen. Parawan. Die stellen also Fahrzeuge behindertengerecht her. Und die sind ja wirklich riesen Django-Fans und der Firmenchef hat einen Helikopterschein und einen Helikopter. Und er hat gesagt, der fliegt mich da ein zur Firmenfeier. Es war wirklich eine große Firmenfeier mit Bühne und wir waren über 2000 Leute dort, die Presse alles da. Und da hatte der wirklich dann noch Bekannte bei der Polizei im Ort. Die kamen dann mit dem Streifenwagen, die haben da schon mit Blaulicht gewartet am Landeplatz und haben mich dann in Django-Manier mit Handschellen auf die Bühne gebracht. Weil das Bike auf der Käfig gestellt habe. Dann hast du ja wirklich aus den Straßen, aus der Seite immer wieder mal gehört, ey, was ist da los da? Mein Kumpel hat es mir vorher schon erzählt, ich bin ja nicht jeden Tag in Ulm, ich wohne ja nicht mehr hier, ich wohne in Würzburg. Ich konnte es kaum glauben, tatsächlich. Also, da ging das überall los und mittlerweile kennen wir es in Günzburg, in Aalen, in Heidenheim sogar. Es sind ja auch um die 50 Kilometer von Ulm weg, also hat sich schon ganz schön gut verbreitet, ja. Aufgehört habe ich dann, weil ich dann logischerweise auch wieder andere Sachen im Kopf gehabt habe und dann hat sich das Ganze irgendwie verlaufen. Da gab es auch irgendwann mal ein Gerichtsurteil, weil ich einen sehr lustigen Anruf, wie ich fand, auf YouTube hochgeladen habe. Der Anruf selber war schon längst verjährt, aber derjenige, der im Anruf zu hören war, der Gesprächspartner, der fand es nicht sehr witzig, sich jetzt auf YouTube zu hören, weil er auch scheinbar ein Geschäft hat. Und ich habe da auch angerufen und gesagt, es war ja nur ein Spaß damals. Ja, das mag damals ein Spaß gewesen sein, aber das wieder hochladen auf YouTube möchte er nicht. Das habe ich jetzt gemacht und dann kam es eben zum Gerichtsurteil. Da gab es eine hohe Geldstrafe und dann haben wir gesagt, wir lassen es bleiben.